Robert hat sich dabei selbst übertroffen. Ihre Party ist wirklich einzigartig. Man amüsiert sich sehr. Ja, das kann man auch sagen. Findest du es richtig, mich stundenlang allein zu lassen? Du übertreibst, mein Lieber. Es waren höchstens 10 Minuten. Außerdem darf ich meine Gäste nicht vernachlässigen. Bin ich etwa kein Gast? Sehr angenehm, Mr. Humphrey. Sie bleiben doch sicher zum Essen, nicht wahr? Darauf kannst du wetten. Dieser Abend gehört nur uns beiden. Das klingt aber recht ungehörig. Sydney, ich wäre gern mal einen Moment mit dir allein. Wenn keiner hinguckt, verschwinden wir. Das geht nicht. Tante Hester lässt uns nicht aus den Augen. Vielleicht später. Margaret, ich finde, Sydney sollte auch mal mit einem anderen jungen Mann tanzen, als nur Augen für Kit Humphrey zu haben. Ach, lass mal, Hester. Sie sind doch verliebt. Bitte, sie ist deine Tochter und nicht meine. Mutter, tanzt du doch auch mal mit Brad. Ach nein, Liebes, lass uns lieber ein bisschen zusehen. Ach was, los, nein, rein, Kind, bitte nicht, hör auf, lass uns los. Bedingt das doch. Wird ganz schön glücklich. Schluss jetzt. Jung sein ist doch etwas Herrliches, Gray. Ich bevorzuge etwas reifere Damen. Bei dir fühle ich mich jung. Du bist doch noch ein junges Mädchen. Endlich bin ich wieder frei. Du hast mir eine schwere Last von den Schultern genommen. Du ganz allein. Mit einem kleinen Stück Papier. Nicht nur, weil du für mich die Scheidung in die Wege geleitet hast. Es ist dein Mut, es ist deine Stärke, es ist ein neues Leben. Auch für mich, Margaret. Erst mit der Liebe beginnt das wirkliche Leben. Wie schade, dass uns dieses Glück erst so spät wiederfällt. Es ist noch nicht zu spät. Oh, Gray, uns bleibt doch noch Zeit für alles, oder? So viel Zeit, wie du brauchst. Die Choralsänger. Nimm den Seiteneingang, das merkt keiner. Wir treffen uns draußen am Teich. Kid. Und noch etwas, Kid. Ich verlasse mich darauf, dass Sie die Party frühzeitig beenden. Ich? Ja, wissen Sie, Sydney findet nie ein Ende. Verzeihen Sie, Miss Fairfield. Soll ich den Sängern jetzt das Essen servieren? Noch nicht besser. Ich bin gleich wieder da. Gesteckt? Mir war es einfach zu kalt da draußen. Komm rein. Entschuldige, Tante Hester hat mich aufgehalten. Wir sollten jetzt lieber zurückgehen, Kid. Und uns in aller Öffentlichkeit fröhliche Weihnachten wünschen? Mhm. Ach, könnte doch immer Weihnachten sein. Komm, setz dich. Ich möchte dich mit nach Kanada nehmen. Wann? In den nächsten Tagen. Bevor Mutter und Gray verheiratet sind, kann ich hier nicht weg. Sie heiraten doch Neujahr, soviel ich weiß. Das ist der Verlobungsring meiner Mutter. Kid? Du wirst ihn als Braut in der 5. Generation tragen. Liebling. Ich werde ihn für deinen Finger passend machen lassen.
Mrs. Fairfield, wir möchten jetzt Ihnen und Mr. Meredith zu Ehren etwas ganz Besonderes singen. Danke. Was werden Sie denn singen? Gott segne den Herrn dieses Hauses und auch Sie, die Herrin. Das ist reizend von Ihnen. Auf mein Zeichen. Margaret. Margaret, wie kannst du das nur zulassen? Hillary ist der Herr dieses Hauses und sonst niemand. Dein Ehemann Hillary. Oh, Hester, ich bitte dich. Erinnerst du dich an die nächste Zeile? Und all die kleinen Kinder? Um den runden Tisch herum. Was meinst du? Wie viele passen dahin? Naja, Kanada ist ein ziemlich weites Land. Da ist viel Platz für Kinder. Sagen wir 20? Oh, für den Anfang erst mal 10, das reicht. Na gut, aber alle auf einen Schlag. Also, das hoffe ich nicht. Sagen wir mal 2 Mädchen und 2 Jungs und dann eine kleine Pause. Nein, keine Pause. Es sei denn, einer der Jungs wird Premierminister. Wie erkennt man einen zukünftigen Premierminister? Sofort nach seiner Geburt, sagt man. Oh, du Fantast. Sie ist wieder mal unpünktlich. Ach, ich wollte sie nicht aufwecken. Sie hat die halbe Nacht mit Kit geredet. Weiß der Himmel, wann er nach Hause gefahren ist. Er reist doch in den nächsten Tagen nach Kanada. Ich muss schon sagen, Margaret, du vernachlässigst deine Pflichten als Mutter. Hm. Fröhliche Weihnachten allerseits. Ich komme doch nicht etwa zu spät. Guten Morgen, Tantchen. Morgen. Danke, Mama, für das skandalös hübsche Kleid, das du mir aufs Bett gelegt hast. Heute Abend werde ich Kit damit bezaubern. Ah, was hat der Weihnachtsmann denn da hingelegt? Ich bin dir sehr dankbar für das hübsche Kartenetui. Zigarettenetui, Tantchen. Ich habe mir gedacht, wenn du mir noch ein Gebetbuch schenkst, könnten wir vielleicht ins Geschäft kommen. Ah, habe ich's doch gewusst. Vielen herzlichen Dank, lieb von dir. Sollen wir? Was? Tauschen. Sydney, das ist sehr ungezogen, finde ich. Ich hasse diese ewigen Anspielungen. Es ist gegen meine Prinzipien, als elende Sünderin auf den Knien rumzurutschen. Ich bin keine Elende und auch keine Sünderin. Erlaubst du deiner Tochter so mit mir zu reden? Sydney, Liebes. In meine Belange wird sie sich jedenfalls nicht einmischen, so wie in deine. Das ist nicht wahr, Liebes. Tötet sie dir nicht ständig den Nerv, seit du von Vater geschieden bist? Verhindert sie nicht seit Jahren deine Heirat mit Gray? Solange mein armer Bruder Hillary noch am Leben ist, gilt Margaret immer noch vor Gott als seine Frau. Ach, Tantchen, du weißt doch, für uns ist Vater so gut wie tot. Damit müssen wir uns nun mal abfinden. Er kam schon in die Heilanstalt, bevor ich geboren wurde. Ich habe ihn noch nie gesehen. Du solltest ihn besuchen. Wenn Hillary zurechnungsfähig wäre, dann ja. Aber bei meinen Besuchen hat er mich ja nicht mal erkannt. Natürlich ist Vaters Zustand bedauerlich, aber damit müssen wir uns abfinden. Unter einer Kriegspsychose haben auch schon andere zu leiden gehabt. Kriegspsychose? Hester! Für ihn ist doch bestens gesorgt. Sollen wir etwa ständig mit verheulten Gesichtern herumlaufen? Für uns geht das Leben weiter. Du bist hart und eiskalt. Mir ist nur diese Heuchelei zuwider. Ich bin ja offenbar ein Außenseiter. Der einzige Mensch in diesem Haus, der noch an den armen Hillary denkt. Wenn ihr mich bitte entschuldigen wollt. Liebes, sei doch nicht immer so frech zu Tante Hester. Du regst dich immer gleich so auf, wie dein Vater das so an sich hat. Ach nein, eigentlich nicht. Ich gehe nicht so leicht an die Decke, wenn ich es nicht will. Tante Hester soll nur nicht dauernd in mein Leben eingreifen. Mama, ich muss dir etwas ganz Tolles erzählen. Kit will mich auf der Stelle heiraten und mit nach Kanada nehmen. Ach, Liebes, du bist noch zu jung, um ans Heiraten zu denken. In meinem Alter warst du schon verheiratet. Ich weiß, aber ich war auch zu jung. Ich hielt es für die große Liebe. In Wirklichkeit waren es die Kriegswirrnisse. Immer wenn ihr eine Ausrede braucht, dann ist es mal wieder der Krieg, der daran schuld war. Demnach hat der Krieg dich zur Heirat gezwungen. Es lag da so etwas in der Luft. Man tat die seltsamsten Dinge. Hillary musste einrücken und man wusste nicht, was kommen würde. Seine Art, mich zu begehren, machte mir Angst. Aber irgendwie tat er mir leid und das hielt ich für Liebe. Heute weiß ich, dass mein Gefühl für ihn jedenfalls nicht Liebe war. Kannst du das verstehen, Liebes? Nein. Entweder liebt man oder nicht. Und ich liebe Kit. Wirklich, Sydney? Tja, wenn du dir so sicher bist, dann hat es ja wohl kaum einen Sinn, dir abzuraten. Ich will nur, dass du glücklich wirst. Das werde ich, mit Kit und mindestens 1 Million Kinder. Sehr schön. Ich muss mich umziehen. Gray wird gleich hier sein. Liebling, sei nett und geh jetzt zu Tante Hester und entschuldige dich bei ihr. Sieh mal, es ist doch Weihnachten. Na gut, Mutter, wenn's sein muss. Tantchen, es tut mir leid, dass ich so hässlich zu dir war. Verzeihst du mir? Schon gut, Liebes.
Ich muss immer nur an Hillary denken. Gerade jetzt an den Feiertagen. Er hat niemanden, der ihm fröhliche Weihnachten wünscht. Vor deiner Geburt hat er oft stundenlang hier vor dem Klavier gesessen. Er war ein einfallsreicher Komponist. Er wäre bestimmt berühmt geworden, wenn es nicht so gekommen wäre. Ich liebe diese wunderschöne Sonate von ihm. Zu schade, dass sie unvollendet geblieben ist. Fröhliche Weihnachten, Bessie. Die wünsche ich Ihnen auch, Sir. Danke. Fröhliche Weihnachten, Liebling. Hey, so viele Geschenke. Nein, nein, öffne dies hier zuerst. Nein, öffne du es bitte. Ich bin viel zu aufgeregt dazu. Ein Silberfuchs. Lieber, das ist doch ein viel zu kostbares Geschenk. Leg ihn um. Du verwöhnst mich viel zu sehr. Es wurde schon lange Zeit, Meg. Nenn mich nicht Meg. Wieso nicht? Bitte gib mir einen Namen, den vor dir noch niemand benutzt hat. Einen neuen Namen bekommst du ja ohnehin sehr bald. Neues Jahr, neuer Name, ein neues Leben. Hör doch. Sie läuten für uns. Kirchenglocken? Hochzeitsglocken. Oh. Du hältst mich sicher für sentimental. Du bist ganz 19. Jahrhundert. Da läutet das 20. Ich gehe schon ran, Mutter. Hallo? Hallo, hallo. Sie haben mich angerufen. Die Verbindung kam nicht zustande. Da versucht offenbar jemand, uns zu erreichen. Die Kirchenglocken haben aufgehört. Genau als das Telefon läutete. Mutter, was ist denn mit dir? Ein schlechtes Omen. Nun mal los, er kommt zu spät. Na komm, Liebes. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Was, Margaret? Einfach alles. Ach, wie dumm von mir. Wiedersehen, Liebling. Wiedersehen, Mutter. Wiedersehen, Sydney. Wiedersehen. Sydney, willst du nicht ans Telefon gehen? Ja, mache ich, Tantchen. Es klingelt schon den ganzen Morgen. Hallo? Ja? Nein, Mrs. Fairfield ist nicht da. Kann ich was ausrichten? Sie sprechen mit Sydney Fairfield. Wer ist es denn, Kind? Es geht um Vater. Ja? Was? Heute Morgen? Nein, wir haben nichts gehört. Nein, er ist nicht hier. Ich verstehe. Ja, natürlich geben wir Ihnen Bescheid, aber Sie geben uns auch sofort Bescheid, wenn irgendetwas... Ja. Danke. Was ist? Vater ist geflohen. Mit wem hast du gesprochen? Mit dem Direktor der Anstalt. Offenbar ging es Vater in letzter Zeit sehr viel besser. Er muss bemerkenswerte Fortschritte gemacht haben. Ich habe immer gewusst, dass er gesund wird. Plötzlich soll er wieder geistig klar geworden sein, Tantchen. Ist das möglich? Kann so etwas geschehen? Das ist durchaus möglich. Und das nach all den Jahren? Bei Tante Grace hat's noch länger gedauert. Bei Tante Grace? Wieso? Was war denn mit ihr? Das wussten die Ärzte auch nicht so genau. Warum hast du Tante Grace erwähnt? Im Zusammenhang mit meinem Vater. War sie etwa auch in einer Anstalt? Nein, sie war nur sehr krank und das ziemlich lange. Tantchen, du sagst mir nicht die Wahrheit. Es war also demnach nicht nur eine Kriegspsychose bei Vater. Er ist wieder gesund. Das sagte man dir doch. Gesund. Tantchen, du versuchst etwas vor mir zu verbergen. War es nur eine Kriegspsychose? Sie war auf jeden Fall der Auslöser. Ich verstehe. In unserer Familie gibt es also Geisteskrankheiten. Sag doch so etwas nicht! Schwierigkeiten gibt's in jeder Familie. Man spricht nur nicht darüber.
Angenommen, Vater ist wirklich gesund. Was wird dann? Das hängt weitgehend von deiner Mutter ab. Mutter betrifft es doch gar nicht. Wirklich nicht? Worauf willst du eigentlich hinaus? Darüber möchte ich nicht sprechen. Tantchen! Was suchen Sie denn hier, Mister? Da hat doch jemand meine... Mac! Mac, da bist du ja, Liebling. Ich bin nicht Mac. Oh ja, natürlich. Ich bitte um Verzeihung. Ich habe Sie mit jemandem verwechselt. Ich war lange nicht hier. Sehr lange nicht. Von woher kommen Sie denn? Dieses Haus. Dieses Haus. Ich habe ein Taxi genommen. Wer sind Sie? Ich denke, ich bin Ihre Tochter. Tochter? Tochter? Das ist gut. Meine Frau ist nicht meine Frau, sondern meine Tochter. Die Jahre sind sehr schnell vergangen. Natürlich, es sind Jahre. Es ist ein ganzes Leben. Und nun habe ich eine erwachsene Tochter. Sag mir deinen Namen, Tochter. Sydney. Sydney. Sydney also. Meine Mutter hieß Sydney. Ich liebe den Namen Sydney. Ich vermute, wir sind so eine Art Schock füreinander, Sydney. Nein, Vater, du bist durchaus kein Schock für mich. Aber ich fürchte, dass... Ist deine... Wo ist Margaret? In der Kirche. Dann wird sie ja bald zurückkommen. Ja, und eben deshalb fürchte ich... Ich werde ihr einfach entgegengehen. Oh nein, bitte tu das nicht. Komm, setz dich und warte auf sie. Na, wenn du meinst... Danke. Setz dich doch. Komische Situation. Ich finde die Situation eher zum Weinen. Warum? Mein liebes Kind, es ist alles vorüber. Lache! Lache! Das Leben ist doch herrlich! Ach, mein Gott, was für ein schönes Zimmer. Nö, diese Garnitur gefällt mir nicht besonders. Ich fand die alte Ledergarnitur auch schöner. Aber nicht nur das hat sich verändert. Alle Dinge ändern sich. Aber deine Tante Hester bestimmt nicht.
Auf das könnte ich wetten. Sag mir eins. Ist deine Mutter immer noch so ein lieblicher Engel? Sieh mal, Vater, wir müssen erst... Vater? Sieh mal, wir müssen erst noch einiges klarstellen, bevor sie zurückkommt. Ja, ja, sie wird bei dir sein. Wieso steht denn die Uhr jetzt woanders? Der alte Platz war doch viel besser. Das müssen wir gleich wieder ändern. Es ist schon eins, sie kommt heute spät. Ach was, ich werde ihr doch entgegengehen. Nein, du bleibst hier. Jawohl. Was ich mache, bestimme ich. Ich lasse nicht zu, dass du ihr Angst einjagst. Angst einjagst? Begreifst du denn nicht, was der Schock bei ihr anrichten würde? Ich habe noch nie gehört, dass jemand vor Freude umgekommen ist. Oh, Vater, kannst du das denn nicht verstehen? Du und jetzt, Mutter, ihr seid... Hör mal, das hat nichts mit dir zu tun. Aber du darfst nicht... Und ich lasse mich nicht einschüchtern. Von niemandem mehr, damit ist endgültig Schluss. Und dabei bleibt's endgültig Schluss. Wag es ja nicht, mit Mutter so zu reden. Ach, Merck wird nicht verstehen. Ich verstehe dich auch, Vater. Ja, offenbar tust du das. Du hast auch ein aufbrausendes Temperament. Genauso wie ich. Das hat aber nichts zu bedeuten. Mac sieht es nicht ein, dass es nichts bedeutet. Aber es macht einen fuchsteufelswild, wenn man ewig abgekanzelt wird bei klarem Verstand. Ich bin doch gesund. Das ist doch alles vorbei, nicht wahr? So ist es doch, Sidney. Vater. Bitte achte darauf, dass ich mich nicht wieder so benehme wie eben. Das ist schlimm. Hilf mir, dass so etwas nicht wieder passiert. Ich bin doch genauso gesund wie du, aber alles ist so neu. Es ist erst heute passiert. Als ob sich ein Vorhang öffnet. Plötzlich stand ich im Garten. Ich verstehe nicht, wie du da rausgekommen bist. Ich wurde geführt, wie Petrus aus dem Verlies. Ich passierte das Tor unbehelligt, geführt wie von einer unsichtbaren Hand. Und niemand von den Wärtern hat mich bemerkt. Einige Besucher wollten gerade gehen und ich habe mich unter sie gemischt. Einfach so. Und ich erkannte meine Chance. Viele von uns, von Ihnen meine ich, haben das schon versucht. Und alles ohne Geld? Ich schnappte mir das erstbeste Taxi und versprach doppelten Fahrpreis. Das Taxi steht doch vorm Haus und der Fahrer wartet auf sein Geld. Nicht so fast. Deine Mutter wird das schon erledigen. Das wird er sein. Er hat keine Lust mehr zu warten. Nein, nein, das ist Mutter. Du bleibst hier. Ich will zuerst mit dir reden. Ist das deine Mutter? Warte einen Moment. Warte einen Moment. Wessen Taxi? Hillary. Mac. Ist das Mac? Mac, ich bin nach Hause gekommen. Oh, Sidney, es ist schon gut, Mutter. Mac, ich bin gesund. Ich bin gesund, Mac. Plötzlich kam es über mich wie ein Blitzstrahl. Wie ein Gesicht, das sich dir zuwendet. Ich war allein im Garten, allein gelassen. Ich konnte es ihnen niemals begreiflich machen. Du musst wissen, dass ich von Anfang an nicht so war wie die anderen. Ich war immer bei klarem Verstand. Aber das Antlitz wandte sich ab von mir. Welches Antlitz? Das Antlitz Gottes. Sidney, ist er... Er ist gesund, Mutter. Er ist wieder bei Verstand. Aber... Was mache ich jetzt? Wie meinst du? Du sagst ja gar nichts. Man könnte fast meinen, du freust dich überhaupt nicht. Freust du dich nicht, mich zu sehen? Natürlich freue ich mich. Du arme Hillary. Wenn du wüsstest, was es heißt, wenn man sich sagen kann, ich bin wieder daheim. Diese Anstalt. Aber du hattest doch allen Komfort. Es war die Hölle. Hölle. War man denn nicht gut zu dir? Nicht gut genug. Sie haben dich doch nicht etwa misshandelt. Mutter, du hast doch alles auch getan. Auch wenn die Anstalt der Himmel gewesen wäre, wo ist der Unterschied? Ich war ein toter Mann. Wisst ihr, was die Toten im Himmel machen? Sie sitzen auf ihren goldenen Stühlen und heulen vor Heimweh. Warum bist du nie gekommen? Sie wollten mich nicht zu dir lassen. Davon würde es nur schlimmer, sagten Sie. Ich habe es mir doch so sehr gewünscht. Du hattest mich doch gar nicht erkannt. Mein wahres Ich immer. Der äußere Mensch war es, der dich nicht erkannte. Aber ich schon. Mike, hinter dem Schleier.
den Träumen und den Geräuschen und diesem Gefühl der Verlassenheit. Und ich verlange nach dir. Verlangen. Großes Verlangen. Aber eigentlich sollten wir über diese Dinge nicht reden. Das ist gefährlich. Wenn ich etwas sage, sehe ich eine schwarze Hand, die aus dem Fußboden nach mir greift. Seht ihr? Da. Der Riss im Fußboden wird immer größer. Sie packt mich gleich am Knöchel. Sie zerrt mich. Sie packt! Sydney! Vater! Vater, beruhige dich. Ruf den Arzt. Das ist nicht nötig, Mutter. Schon gut. Sag deiner Mutter, dass alles in Ordnung ist. Du verstehst das doch nicht, wahr? Ich hielt das mal für eine richtige Hand. Heute weiß ich, es war nur Einbildung. Glaub mir, Meg, ich bin gesund. Du brauchst dir meinetwegen wirklich keine Gedanken zu machen. Oh, meine Liebe, die Feiertage. Im Kamin knistert das Feuer. Endlich zu Hause. Ein Refugium des Friedens für mich. Und du, mein süßer Liebling, warum bist du denn so still? Oh nein! Ja, ja, ja. Das Mittagessen ist serviert, Madam. Legen Sie noch ein Gedeck auf, Bassett. Dieser Gentleman bleibt hier zum Essen. Ja, Miss. Bleibt zum Essen? Man soll das ein Witz sein? Ich bin froh, dass ich schon wieder lachen kann. Oh, ich möchte nur noch lachen. Ich nehme die Einladung an. Jawohl, ihr beiden. Zum Mittagessen, zum Tee, zum Abendessen und zum Frühstück. Gott sei Dank. Und das noch für lange Zeit. Ja, Dr. Elliot, Sie sind noch beim Essen. Wie rasch können Sie hier sein? Ich komme sofort. Ist er ruhig oder regt er sich auf? Ja, ich verstehe. Verständigen Sie die Anstalt? Ja, und bitte beeilen Sie sich, Dr. Elliot. Mutter ist schon kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Danke, Dr. Elliot. Ist was mit deiner Mutter, Sydney? Nein, Gray. Warte doch bitte im Salon. Ich sag Mutter, dass du da bist. Das ist doch außergewöhnlich. Nein, geradezu erstaunlich. Vom ersten Moment an wusste sie, dass ich ihr Vater bin. Ah, da bist du ja, Sydney. Ja, Vater. Wisst ihr, ich kann's gar nicht erwarten, mein Musikzimmer wiederzusehen. Entschuldigt mich. Hester, das Klavier hat nie am richtigen Platz gestanden. Wieso, Hilary? Es steht völlig falsch, dabei gehen doch die wunderbaren Töne verloren. Na, was ist denn so geheimnisvoll? Gray, er ist wieder da. Wer denn? Hilary. Hilary? Hilary. Er ist entflohen und er kam gleich hierher. Keine Angst, Margaret. Ist er gefährlich? Nein. Der arme Kerl. Ich werde mich um ihn kümmern. Nein, Gray. Du hast nicht verstanden. Es geht ihm gut. Er hat mich erkannt. Ich kann das nicht glauben. Meinst du etwa, ich kann es glauben? Wie gemein, so etwas zu sagen. Dr. Elliot kommt gleich. Er ist immer gut mit ihm zurechtgekommen. Wir werden ihn unauffällig in die Anstalt zurückbringen. Nein, Gray. Er ist gesund. Wieder der alte Hilary. Wie in seinen besten Zeiten. Sein Haar ist grau, aber sonst ist er genau wie damals. Es ist furchtbar. Und natürlich ahnt er überhaupt nichts. Wovon? Von der Scheidung. Von uns beiden. Er glaubt, alles sei noch so wie früher. Hast du ihm nichts gesagt? Noch nicht. Er ist wie ein verirrtes Kind, das wieder zu Hause ist. Ich konnte es nicht. Du wirst sofort mit mir wegfahren. Das kann ich nicht. Oh, Gray, es ist gemein. Ich hatte gewünscht, dass er für immer dort bliebe. Ich habe mich an meinem Ehemann versündigt. Du bist geschieden und heiratest mich. Das weißt du. Ich weiß. Daran wird sich auch nichts ändern. Aber wir müssen es ihm sagen. Liebling, lass mich das tun. Nein, das wäre grausam. Ich muss es ihm selbst sagen. Dann wird es ihn vielleicht weniger treffen. Mir ist der Gedanke unerträglich, dich im gleichen Haus mit ihm zu wissen. Ich kann nicht hierbleiben. Bitte lass mich nicht hierbleiben. Komm mit. Der Wagen steht draußen. Meg! Ich kann nicht. Meg! Hör zu, Margaret. Wir fahren noch heute nach London und werden sofort heiraten. Meg? Der nächste Zug geht um 9. Ich hole dich um 8:30 Uhr. Sei dann bitte fertig. Was soll ich denn nur machen?
Mike, Sidney sagte, du hättest mich... Nanu, wer ist das? Oh, ein Arzt, wie? Sie glauben wohl, ich bin ein gefundenes Fressen wie Sie. Aber da irren Sie sich, Sir. Ich bin so gesund wie Sie. Da können Sie jeden Test vornehmen. Mr. Meredith hat mir nur seine Aufwartung gemacht. Er will gerade gehen. Oh, Entschuldigung. Wiedersehen. Kann ich dich allein lassen? Jetzt ist es besser. Und komm zurück. Wer ist der Mann? Sein Name ist Gray Meredith. Und was will er hier? Er ist ein alter Freund. Ich kenne ihn aber nicht, oder? Nein. Mr. Meredith verkehrt noch nicht lange in unserem Haus. Oh. Er ist in dich verliebt. Lass das nicht zu, Meg. Du bist doch noch so jung. Du weißt überhaupt nicht, was du anrichten kannst mit deinem Lächeln. Das weiß ich wohl. Ich kann es ihm nicht verdenken, dem armen Narren. Meg, du hast dich verändert. Ja, Hillary, ja. Du bist reifer und noch viel schöner geworden. Und doch fehlt da irgendwas. Ja, Hillary. Etwas, das früher vorhanden war. Güte und Freundlichkeit. Sydney besitzt es. Sie hat mehr von dir, als du glaubst. Du hast eine andere Entwicklung genommen. Mich überflügelt. Habe ich recht? Ja, Hillary. Aber ich werde an mir arbeiten. Und dabei wirst du mir doch helfen, nicht wahr? Hilf mir, Meg. Warte, bis ich dich erreicht habe. Und streck deine Hände aus. Ach, ich kann nicht, Hillary. Meine Hände sind gebunden. Etwa wegen Sydney? Sie wird nicht mehr allzu lange im Haus sein. Sie hat mir erzählt, dass sie diesen jungen Mann, wie heißt der, Kit, heiraten wird. Es geht nicht um Sydney. Was heißt das? Verheimlichst du mir etwas? Meg, was hat dich dermaßen verändert? Warum kannst du mich nicht richtig ansehen? Warum erschrickst du, wenn ich mal laut spreche? Und wenn ich versuche, dich zu küssen, dann... Es ist dieser Mann. Margaret! Ich habe nichts Unrechtes getan. Ich habe versucht, es dir zu sagen. Hillary, 15 Jahre sind ein langer Zeitraum. Ja, eine ziemlich lange Zeit, meine Liebe. Da kann man von einer Frau keine Treue erwarten. Und was erwartest du jetzt von mir? Verzeihung? Da gibt es nichts zu verzeihen. Oh, Hillary. Bestimmt hätten wir einander viel zu verzeihen. Aber das nicht. Willst du etwa die Scheidung? Kommt nicht in Frage. Hillary. Wir sind geschieden. Was? Wir sind geschieden. Aber das ist doch unmöglich. Dazu bestand kein Anlass. Ich weiß, was du vorhast. Du willst mich nur wieder verwirren und mich in die Heilanstalt zurückbringen lassen, damit du mich loswirst. Sydney, wo steckt denn das Mädchen? Sydney, Hester, kommt hier alle beide. Mutter, was ist denn? Was hast du getan? Du hast sie erschreckt. Nein, du bist doch nicht auf ihrer Seite. Du bist doch meine kleine Sydney. Kind, meine Sydney. Was hattest du gesagt? Sag es langsamer, ja? Sydney, lass ihn gewähren. Was? Wie war das? Weshalb habe ich euch gerufen? Oh ja, ein Rätsel. Ich habe ein Rätsel für euch. Wann ist eine Gattin keine Gattin? Soll ich es dir verraten? Nein, frag doch.
Was Sie? Geht hier vor, Hilary? Was hast du mit ihm gemacht? Ich habe ihm nur die Wahrheit gesagt. Wenn ich euch erzählen würde, was sie mir gesagt hat, würdet ihr mich für verrückt erklären. Und genau das will sie erreichen. Weil sie mich loswerden will. Ich bin ihr im Weg. Also stellt sie sich hin und sagt, na was glaubt ihr, dass sie nicht meine Frau ist? Was sagt man dazu? Es ist meine Schuld. Ich habe es falsch angefangen. Hilary, es ist nicht so, wie du denkst. Was hatte dann der Mann in meinem Haus zu suchen? Ich bin frei. Ich bin von dir geschieden worden. Wenn er nochmal herkommt, bringe ich ihn um. Sydney. Beruhige dich, Mutter. Wir finden eine Lösung. Dr. Elliot ist da, Madam. Er möchte bitte sofort herkommen. Ja, Madam. Hallo, Margaret, meine Liebe. Sie sehen prächtig aus. Guten Tag, Miss Fairfield. Sydney? Ja, wen haben wir denn da? Hilary, alter Junge. Willkommen daheim. Der alte Elliot, stimmt's? Das Gedächtnis funktioniert demnach. Vermutlich hat man Sie gerufen. Naja, Ihre Ankunft war ja auch einigermaßen überraschend. Ich bekam eine Nachricht von... Der Anstalt? Ja, Sie werden dort nochmal erscheinen müssen. Reine Formsache. Die offizielle Entlassung. Das stört mich nicht. Ich bin gesund. Ich bin gesund, Elliot. Ich habe keine Angst vor eurem Urteil. Keiner von euch kann mir Angst machen. Na bitte, das klingt doch recht hoffnungsvoll. Aber im Augenblick geht's nicht, Doktor. Das Ganze dauert nur ein paar Stunden. Es geht noch nicht. Ich hatte einen Anfall. Das passiert schon mal. Hat aber nichts zu bedeuten. Vater, es geht auch noch um... Ja, Kind, ich weiß. Sie sagte, ich sei nicht mit ihr verheiratet. Oh, das... Ist es also? Nach der Heirat mit Mac wurde ich krank. Aber jetzt bin ich wieder gesund. Und ich will meine Frau haben. Aber ja doch, ja. Ja, ja, Mann, das Gerede kenne ich. Wie nennt ihr das doch gleich? Beschwichtigung eines Wahnsinnigen? Nein, ich glaube doch sagen zu können, dass das nicht mehr notwendig ist. Aber um Ihnen Ihren Fall erläutern zu können... Von mir aus 50 Fälle, das ist mir ganz egal. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen, Vater. Du bist doch nicht gegen mich, Sydney. Niemand ist gegen dich. Wir wollen nur, dass Sie auf uns hören. Ich habe nichts verbrochen. Ich bin kein Trunkenbold, bin nicht vorbestraft, ich habe nichts getan. Ich bin in den Krieg gezogen, habe gekämpft. Für Sie, für euch alle und für unser Land. Und was habe ich davon gehabt? Weder Orden noch Ehrenzeichen, noch heldenhafte Verwundung. Sondern Jahre in der Hölle. Und wenn man dann zurückkommt, dann sagt einem das Land, für das man gekämpft hat, die Frau, für die man gekämpft hat, die sagen dann... Nun ja, du bist so lange ohne sie ausgekommen? Dann kannst du auch ganz auf sie verzichten. Darauf läuft es jedenfalls hinaus. Als ich völlig hilflos war, da haben sie mir auch noch das Letzte genommen. Habe ich dir denn jemals wehgetan? Habe ich dich denn nicht geliebt? Kann ich was dafür, dass ich krank geworden bin? Was habe ich dir getan? Bitte versteh doch. Wir waren allein. Wir beweinen üblicherweise unsere Verstorbenen. Aber ich habe mich immer gefragt, wie sich ihre Wiederkehr gestalten würde. Na, jetzt weißt du es ja. Ich behaupte ja nicht, dass es leicht sein wird. Danke. Ihr Mitleid ist geradezu umwerfend. Und meine Frau fließt auch hier davon über. Der arme Kerl. Ich war mal mit ihm verheiratet. Hatte ich schon fast vergessen. Hören Sie auf damit, Mann. Einer von euch beiden muss das Leid auf sich nehmen. Der Heile oder der Verkrüppelte. Die gesunde Frau, die ihr Leben noch vor sich hat. Oder der Mann, dessen Kinder besser niemals geboren wären. Doktor, Sie sind entschieden zu weit gegangen. In dieser Sache, Fairfield, kann ich gar nicht weit genug gehen. Lassen Sie uns doch vernünftig miteinander reden. Nur Sie und ich allein. Von Mann zu Mann. Na gut, Doktor, wie Sie meinen. Bitte, ich werde mir gern anhören, was Sie mir zu sagen haben. Wartest du hier, Margaret? Ja, Hilary. Sei
Deine Rückkehr ist für mich eine göttliche Fügung. Hester, lass das bitte. Eine neue Heirat kommt nicht in Frage. Dein rechtmäßiger Ehemann ist jetzt hier. Ich habe keinen Ehemann. Eine Scheidung kann annulliert werden. Hester, bei allem, was wir in diesen Jahren durchgemacht haben, kannst du doch wohl nicht im Ernst erwarten, dass ich zu ihm zurückkehre. Er ist zu dir zurückgekehrt. Du weißt nicht, was es bedeutet, wenn man verzweifelt etwas empfinden will, was man nicht empfinden kann. Den Menschen zu fürchten, der einen liebt, dieser Blick, vor dem man zurückweicht. Willst du Hillary denn für immer auf dem Gewissen haben? Sydney. Meine arme, kleine Sydney. Ach was, mach dir um mich keine Gedanken. Margaret, Hillary fährt jetzt mit mir in die Anstalt wegen der üblichen Formalitäten. Aber vorher würde er gern noch mit Ihnen reden. Stehen Sie das durch? Ja. Wo ist Meredith? Er kommt nachher und bringt mich weg. Gut, je eher, desto besser. Und seien Sie rücksichtsvoll mit Hillary. Selbstverständlich. Ich weiß, Sie können das. Also dann, Gott sei mit Ihnen, Margaret. Wiedersehen, mein Kind. Ich schicke ihn jetzt rein. Dr. Elliot? Ja, mein Kind. Was sagten Sie dazu, Vater? Sie meinten, ich hätte niemals geboren werden dürfen. Ich fürchte, ich habe bereits zu viel gesagt. Nehmen Sie es nicht so tragisch. Dr. Elliot, keine Ausflüchte, bitte. Für mich hängt alles davon ab. Möglicherweise mein ganzes Aber Leben. Kind, Sie sind ja so ernst. Aus gutem Grund, finde ich. Wir haben Fälle von Geisteskrankheit in der Familie. In Vaters Familie, oder nicht? Nun, es ist... Weichen Sie mir nicht aus, ich muss es wissen. Ein oder zwei Fälle vielleicht. Tante Grace? Grace Fairfield war eine Zeit lang verwirrt. Demnach haben wir es im Blut. Bei Vater war es keineswegs nur eine Kriegspsychose. Es war latente Geisteskrankheit durch diese Kriegspsychose ausgelöst. Ja, gewissermaßen. Ich kann also gesund sein. Vollkommen gesund. Aber bei meinen Kindern könnte es zum Ausbruch kommen. Dieses Risiko besteht. Ich verstehe. Danke. Sydney! Mein Kind, eine junge Frau von Ihrem Format wird jede Situation bewältigen können. Davon bin ich überzeugt. Danke, Doktor. Nun vergessen Sie mal das alles, worüber wir gesprochen haben. Und seien Sie glücklich. Ihr Vater wartet auf mich. Hillary? Sie will mit Ihnen reden. Sie werden doch rücksichtsvoll sein mit ihr. Natürlich. Danke, Doktor. Also gut, ich werde hingehen. Ich sehe ein, dass es sein muss. Er hat mich überzeugt. Nachdem er alles mit der Nervenheilanstalt geklärt hat, werde ich noch bei ihm bleiben, bis ich mich zurechtfinde. Ich freue mich, dass du jetzt einen Freund hast, Hillary. Ja, das ist er. Er hat mich überzeugt. Er sagt, und das sehe ich ein, dass es natürlich zu spät ist. Oder nicht? Ja, es ist zu spät. Es wäre nicht fair, dich zu bitten. Oder doch? Hillary. Keiner Frau kann man zumuten, dass... Dir kann man es auch nicht zumuten. Oder doch? Das hat er nämlich gesagt, dass du ein neues Leben begonnen hast.
Das hast du doch. Da ist natürlich kein Platz für mich. So ist es doch. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als Lebewohl zu sagen und zu gehen. Denn ich muss ja doch einsehen, mir bleibt nicht die geringste Chance. Meg, Meg, gibt's denn keine Chance? Hillary, bitte sei hör vernünftig. Hör mich an, hör mich doch an, Meg. Ich war immer allein und so lange. Hillary. Ich werde dir nicht zur Last fallen. Ich werde dir nicht im Weg sein. Aber bitte lass mich nur nicht wieder allein mit mir selbst, Liebes. Gib es mir zurück. Das Rauschen deines Kleides. Das Kissen, auf dem du schläfst, deine Gegenwart im Haus. Das kannst du mir doch nicht verweigern, meine geliebte Meg. Ich will ja damit zufrieden sein. Glaub mir doch. Das darfst du nicht von mir verlangen, Hillary. Aber du hast es gelobt. Hoch und heilig, mich zu lieben und zu ehren. In guten und in schlechten Tagen. Du darfst doch dein Gelöbnis nicht brechen. Das ist nicht fair. Wieso ist das nicht fair? Oh, Meg, du weißt ja gar nicht, was ein Schicksalsschlag ist. Jetzt weiß ich's. Nein, du weißt gar nichts, sonst würdest du mich nicht im Stich lassen. Du hast doch niemals einem Lebewesen Böses angetan. Ich weiß doch, wie du beiseite getreten bist, um einer kleinen grünen Raupe Platz zu machen. Das hast du gemacht. Du hast nie jemandem wehgetan. Warum tust du mir jetzt so weh? So kannst du dich doch nicht verändert haben. So hast du mich schon mal herumgekriegt. Und jetzt versuchst du es wieder. Wirklich? Wirklich? Oh, Meg. Meg, du darfst mich nicht verlassen. Du kannst mich doch nicht so ohne weiteres aufgeben. Das kannst du nicht. Das darfst du nicht. Nein, ich glaube, das darf ich nicht. Und du wirst auf mich warten? Du wirst hier sein, wenn ich zurück bin? Ja, ganz bestimmt. Meg! Gott segne dich, Meg. Gott segne dich, Meg. Du meinst, Gott helfe mir. Warten Sie, Doktor. Ich komme. Gott schütze dich, Meg. Oh, Bassett. Mr. Humphrey ist vorne am Eingang. Schicken Sie ihn bitte zu mir ins Musikzimmer. Ja, Miss Fairfield. Danke. Hast du irgendwas, Liebes? Ja. Und nimm deine Hände von mir. Was ist denn auf einmal mit dir? Schlecht gelaunt. Sei nicht albern. Gedankenleser bin ich leider noch nicht, Liebling. Dann könnte ich dich vielleicht aufheitern. Um Himmels Willen, das hätte mir gerade noch gefehlt. Ah, ich weiß, du willst dir nur einen Spaß mit mir erlauben. Komm her und lächle. Nun mach dich doch nicht zum Narren. Was ist denn, Sydney? Womit habe ich deinen Unwillen erregt? Hast du mich früher erwartet? Wie kommst du darauf? Nicht einmal einen Gedanken habe ich an dich verschwendet, so beschäftigt war ich. Schluss, jetzt nun mal ernsthaft, was soll das? Immerhin hatten wir doch gestern Abend noch... Was hatten wir gestern Abend? Na, wenn ich mich recht erinnere, hatten wir doch die Absicht zu heiraten. Ach, wirklich? Oh, ja, ja. Da waren so ein paar eigenartige Ideen von einer öden Existenz in Kanada mit einer Horde von quengelnden Kindern. Waren das nicht zwei Mädchen und zwei Jungen und ein Premierminister? Sydney. Liebling. Was ist, so kenne ich dich ja gar nicht. Nein, das tust du auch nicht. Du hast mich nie verstanden und wirst mich nie verstehen. Außerdem werde ich überhaupt niemanden heiraten. Sydney, jetzt ist es aber wirklich genug. Ich habe alles satt, restlos satt. Kannst du das denn nicht verstehen? Es muss etwas Ungewöhnliches vorgefallen sein, anders kann ich mir dein Verhalten nicht erklären.
Würdest du mich jetzt bitte in Ruhe lassen? Hör endlich auf, mich zu bedrängen und geh! Ich werde nicht gehen, bevor du mir die Wahrheit gesagt hast. Begreifst du denn nicht? Es ist aus zwischen uns, verlang keine Erklärung. Bitte akzeptier das und geh endlich. Dein Entschluss kommt sehr abrupt und ist grausam. Du wirst deine Gründe haben und ich muss es akzeptieren. Kit, ich versuche doch nur ein Unglück von dir abzuwenden. Für dich nehme ich jedes Unglück in Kauf und stehe zu dir. Also gut, Kit. Vater ist heute Morgen zurückgekommen. Dein Vater? Oh, du meinst, der kam aus der... Ja, Kit, aus der Heilanstalt. Sein Leiden wurde nicht durch eine Kriegspsychose verursacht. Es ist in seinem Blut. Oh, Sydney. Ja, und in meinem Blut ist es auch. Das ist nur Einbildung. Nein, das weiß ich. Mein Gott, Wahnsinn. Nicht. Siehst du? Du verträgst noch nicht einmal das kleinste Körnchen Wahrheit. Liebling, es wäre zu gefährlich, wenn wir heiraten würden. Davor habe ich keine Angst. Wir haben dazu einfach kein Recht. Denk an unsere Kinder. Die Krankheit könnte bei ihnen ausbrechen. Kinder müssen wir doch nicht unbedingt haben, Liebes. Wenn wir nur uns und unsere Liebe haben. Dafür würdest du mich eines Tages hassen. Du liebst doch Kinder. Und glaub mir, ich würde mich selbst dafür hassen. Außerdem, wie sollte ich denn mit dir zusammenleben können, ohne Kinder haben zu wollen? Deine Kinder, Kit. Ich will dich aber heiraten. Nein, Kit, es geht nicht. Das ist noch nicht alles. Ich habe die Erbanlagen von meinem Vater. Und eines Tages könnte ich... Glaubst du, ich will dich unglücklich machen? Ich kann ohne dich nicht... Nein, das geht nicht. Das lasse ich nicht zu. Du musst fortgehen. Das kannst du mir doch nicht antun. Das darfst du nicht. Ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Bitte bleib bei mir. Ich kann dich doch nicht so einfach aufgeben. Jetzt tut es noch sehr weh. Das weiß ich am besten. Aber in 6 Monaten oder einem Jahr ist der ganze Schmerz vorüber. Und dann wirst du mir dankbar sein. Doch, das wirst du. Dann sagst du, die gute alte Sydney. Sie war doch weiser, als ich gedacht hatte. Gott segne sie. Ja, bestimmt. Du sagst, Gott segne sie. Aber was wird aus dir? Du bist dann allein. Mach dir um mich keine Gedanken. Aber wie kannst du jetzt so sicher sein? Morgen denkst du vielleicht ganz anders. Weder morgen, Kit, noch an irgendeinem anderen Tag. Keiner von uns beiden kann daran irgendetwas ändern. Wir sollten dankbar sein. Dankbar, dass man es uns rechtzeitig gesagt hat. Geh jetzt, Kit. Hören wir auf, uns gegenseitig zu quälen. Und vor deiner Abreise sollten wir uns auch nicht mehr sehen. Ich nehme heute Abend den Zug nach London. Ich komme noch mal vorbei auf dem Weg zum Bahnhof. Vielleicht änderst du deine Meinung. Wiedersehen. Nein. Geh einfach nur. So als wolltest du nur in ein anderes Zimmer gehen. Soll ich Sie nicht lieber vorne am Portal absetzen? Oh, nein, danke. Ich laufe gleich quer auf den Rasen. Ich will so schnell wie möglich zu ihr. Hillary, sind Sie sich auch ganz sicher wegen Margaret? So sicher, wie man nur sein kann. Wir können uns niemals sicher sein, Hillary. Besonders nicht in der Liebe. Alles Gute. Gute Nacht. Gute Nacht. Oh, Bassett, wo ist Mrs. Fairfield? In Ihrem Zimmer, Sir. Sind die Koffer gepackt? Ja, Sir, schon seit einigen Stunden. Bringen Sie sie bitte in meinen Wagen. Ja, Sir.
Liebling, warum bist du noch nicht fertig? Gray, ich komme nicht mit. Wie bitte? Ich komme nicht mit. Du bist ja völlig durcheinander. Es ist wegen Hillary. Er will mich nicht gehen lassen. Das werden wir ja sehen. Wo ist er? Er ist mit Dr. Elliot in die Klinik gefahren. Er will wieder mit mir leben, Gray. Er hat mich angefleht. Er hat geweint. Bitte hab dafür Verständnis. Er ist so hilflos. Ich hätte dich vorhin schon mitnehmen sollen. Ich komme gegen Hillary nicht an. Das weiß ich jetzt. Es ist alles meine Schuld. Ich hätte mich eben niemals in dich verlieben dürfen, Gray. Ach, bitte, sieh mich doch nicht so an. Du hast mir ein Versprechen gegeben. Ich muss mich für Hillary entscheiden. Er ist schwach. Du bist stark. Du überschätzt mich, Margaret. Du musst meine Frau werden. Ich brauche dich. Ich kann ohne dich nicht mehr leben. Wenn ich Hillary allein lasse, wird er wieder den Verstand verlieren. Mit dir verliere ich alles, was man nur lieben kann. Was man nur lieben kann? Du weißt ja gar nicht, was Liebe ist. Sag so etwas nicht. Ich liebe dich. Siehst du denn das nicht? Fühlst du denn das nicht? Ich werde ohne dich verkümmern wie eine Blume, die nicht genügend Wasser bekommen hat. Aber ich kann seinen Schmerz nicht mit ansehen. Meinst du, ich würde nicht leiden? Aber er ist hilflos. Ich kann ihn nicht verlassen. Lieber würde ich sterben. Vater. Sie sind beide da drinnen, deine Mutter und dieser Mann. Sie sagte, sie liebt ihn. Ich hab's gehört. Nicht doch, Vater. Ich bin fertig mit ihr. Schmeiß sie raus. Schmeiß sie raus. Du darfst nicht so gehen lassen, Vater. Sofort. Oder ich bring ihn um. Oh, Vater, bitte. Ich bring ihn um, hab ich gesagt. Nein, Vater, nicht. Ich gehe. Du bleibst hier. Ich gehe. Du hast versprochen, ruhig zu bleiben. Nein, nein, Vater. Ich werde Gray wegschicken. Nein, nein, alle beide. Ich will keinen von ihnen mehr sehen. Also gut, Vater, aber bleib ruhig. Nein, ich gehe. Ich gehe. Du bleibst hier. Ich werde sie beide wegschicken. Irgendwie werde ich sie schon loswerden. Denk dran, du hast versprochen, ruhig zu bleiben. Du lässt uns aber auch nicht die geringste Chance. Es geht nicht anders. Verzeih mir, Gray. Mutter? Sydney. Du gehörst zu Gray. Fahr bitte weg, bevor Vater zurückkommt. Nein, nein, ich werde ihn nicht allein lassen. Vater ist meine Aufgabe, nicht deine. Ich kann dir doch nicht diese Last aufbürden. Er ist keine Last für mich, Mutter. Ich komme zurecht mit ihm. Du hast Angst vor ihm, ich nicht. Du wärst für ihn bestimmt keine Hilfe. Ich verstehe seine Gefühle. Ich bin sein eigen Fleisch und Blut, du nicht. Ich weiß, wie ich ihn nehmen muss, damit er glücklich ist. Und du nicht. Aber was wird aus Kit? Was wird aus eurer Heirat? Mach dir keine Gedanken um Kit und mich. Wir werden schon eine Lösung finden. Ich habe versprochen, da zu sein, wenn Hillary zurückkommt. Er hatte kein Recht, das zu verlangen. Und du durftest das nicht versprechen. Das ist nur verhängnisvoll für euch beide. Kannst du nicht einsehen, dass sie Recht hat? Er weiß doch, dass du Gray liebst. Denkst du, du könntest ihm ewig etwas vormachen? Nein. Ich glaube, das könnte ich nicht. Wenn du hier bleibst, machst du uns nur alle unglücklich. Bitte geh doch, bevor Vater zurückkommt. Du meinst, ich kann gehen? Ja, Mutter. Gray. Hast du kein Zutrauen zu dir selbst? Ich habe immer Angst gehabt. Vor Hillary, vor allem und jedem, vor dem Leben. Aber jetzt fürchte ich mich nicht mehr. Komm jetzt, Liebling. Leb wohl, Sydney. Wahrscheinlich ist es so das Beste. Leb wohl, Mutter. Lass es dir gut gehen. Auf Wiedersehen, Sydney. Wiedersehen, Gray. Liebling. Liebling.
Lebe wohl, Mac. Vater. Ist doch das Beste, oder? Das kannst du so einfach sagen, wo sie gerade eben... Sie wird doch glücklich mit ihm. Er ist doch gut zu ihr. Ich verstehe. Du hast es so gewollt. Nur damit ich sie wegschicke. Du liebst sie immer noch. Sie hat mich immer nur bedauert. Und sie liebt ihn. Ich hab's selbst gehört. Arme Mac. Ich hab sie eigentlich nie richtig verstanden. Ich habe alles verloren. Mich hast du nicht verloren. Und was ist mit diesem jungen Mann, diesem Kid? Es ist aus und vorbei, Vater. Aber du liebst ihn doch. Du weinst ja. Nein, ich weine nicht. Liebst du ihn denn nicht mehr? Ich werde ihn immer lieben. Ja, dann... Warum? Wir sitzen im gleichen Boot, Vater. Vater! Mein armes Kleines. Du müsstest mich doch eigentlich hassen. Ich brauch dich. Ebenso sehr, wie du mich brauchst. Du brauchst mich? Natürlich. Meine kleine Sydney. Mein Liebling. Ich werde alles wieder gut machen. Wir werden vieles miteinander unternehmen. Du wirst schon sehen. Nicht wahr? Wir werden Spaß haben, glaub mir. Du und ich. Ja, Vater. Du und ich. Was ist das? Ach, nichts. Kennst du die Melodie nicht? Es ist meine Sonate. Habe ich recht? Die hatte ich ja völlig vergessen. Unverzeihlich, dass du sie nie beendet hast. Ich habe es oft versucht, aber es ist mir nicht gelungen. Nein, Liebling, so kann man das nicht weiterführen. Warum nicht? Doch nicht so, du kleines Dummchen. Wer ist dein kleines Dummchen? Das Ende muss ausgefeilt sein. Es muss sich aufbauen und steigern bis zur Ekstase. Ist das nicht herrlich, Vater, so heiter? Warum nicht? Das Leben ist doch heiter.